Maximilian Necker, heute hat Ihre Mannschaft hier im Iran mit 7:2 verloren. Wie empfinden Sie diese Leistung? Ja, wir haben einfach, es war von allen Seiten zu wenig. Wir haben versucht, unser Spiel durchzuziehen. Das ist von Anfang an überhaupt nicht gelungen. Nur dazu ist gekommen, dass ein bisschen Nervosität gewesen ist wegen einem Trainerwechsel. Und das darf aber keine Ausrede sein. Wir haben genug Qualität, dass wir, egal in welcher Situation wir uns befinden, ein besseres Spiel abliefern. Das war halt nicht der Fall und an dem müssen wir hart arbeiten, dass wir am Samstag einfach wieder eine bessere Partie abliefern. Was erwarten Sie sich von dem nächsten Spiel, aber auch von der ganzen neuen Saison? Das nächste Spiel müssen wir einfach in alle Belange besser sein. Wir müssen härter spielen, wir müssen mehr aufs Tor schießen, mehr kreieren und auch defensiv disziplinierter spielen und auch das System, was der neue Trainer uns vorgibt, besser durchziehen. Und ja, für die Saison natürlich, jetzt müssen wir schauen, dass wir in die Gänge kommen. Wir haben jetzt die letzten Spiele viel auf und ab gehabt und da müssen wir Konstanz reinbringen und dann hoffen wir, dass wir das gut abschließen können, die Saison, den Grunddurchgang. Danke, Maximilian. Fabian Della Giacoma, ein großartiger 7:2-Sieg heute hier zu Hause gegen EK Zell am See. Sie als einer der jungen Spieler hier im Iran, wie schätzen Sie Ihre Leistung? Also es war heute von der Mannschaft allgemein ein sehr gutes Spiel. Wir haben heute eigentlich fast das erste Mal in der Saison 16 Minuten durchgespielt. Nicht gleich 20 Minuten oder 40 Minuten, heute waren es wirklich 16 Minuten, was wir gut gespielt haben und auch dominiert haben. Also wir haben ihnen fast keine Chancen gelassen. Und es war echt von der Mannschaft eine Top-Leistung heute. Das nächste Spiel am Samstag, ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel gegen Ritten. Wie schätzen Sie die Leistung ein? Wir wissen, dass Ritten ein guter Gegner ist. Sie sind sicher nicht zu unterschätzen, sieht man auf der Tabelle. Aber wir werden jetzt morgen nochmal probieren, ihn zu perfektionieren in unser System und alles. Und danach unser Bestes geben. Und wir gehen sicher aufs Ganze und wir wollen die 6 Punkte mitnehmen. Danke, Fabian.